Herzlich willkommen. Republika ist mal wieder angesagt. Mein Name ist Philipp Banse und als erstes sprechen wir, wie an jedem Tag, mal mit den Veranstaltern, um so einen Überblick zu bieten. Markus Becketal ist Mitgründer der Republika. Ganz herzlich willkommen. Hallo. Bist du entspannt? Alles so auf dem Gleis? Ich konnte nicht so gut schlafen wegen Nervosität. Jetzt gerade bin ich noch entspannt. In einer Stunde bin ich total nervös, weil da müssen wir auf die große Bühne zur Eröffnung. Gib doch mal einen Überblick. Wie viele Talks habt ihr? Wie viele Bühnen? Oh, ich weiß gerade gar nicht, wie viele Talks wir haben. Ich weiß, wir haben über 450 Stunden Programm in 3 Tagen an 17 Bühnen. Und bisher haben wir über 850 Sprecherinnen und Sprecher zusammengezählt. Mit wie vielen Gästen rechnet ihr? Wir rechnen mit über 6.000, 6.500 Gästen. Also das ist dann ungefähr wie letztes Jahr, so ein bisschen mehr, ne? Wie letztes Jahr, aber sagen wir mal, das große Wachstum ist vorbei. Aber ist auch gut so, weil viel mehr Leute würden hier auch nicht reinpassen. Was habt ihr so für inhaltliche Schwerpunkte jetzt am ersten Tag? Was sind so für gute Speaker da in deinen Augen? Also ich freue mich besonders auf die Keynote. Ethan Zuckerman, der über Misstrauen gegenüber Institutionen wie Demokratie, Politik oder sagen wir mal politische Institutionen, aber auch Journalismus, Medien reden wird. Und nicht nur darüber. Wir sind ja zum Glück jetzt endlich mal in der Debatte da angekommen, zu akzeptieren, dass es so ein Misstrauen in der Bevölkerung gibt. Und Ethan Zuckerman geht weiter und hat Lösungsvorschläge, wie wir darauf reagieren können. Und da bin ich sehr gespannt, wie das ankommt. Er hat mir das gestern mal so geschildert. Es klang alles sehr einleuchtend. Fand ich also sehr spannendes Thema, sehr spannende Ansätze. Und ich freue mich, dass er da ist und quasi die Keynote dazu hält. Cory Doctorow ist auch da. Ja, der kommt aber erst morgen. Der ist halt tatsächlich schon zum dritten Mal da als Sprecher. Eigentlich ist er zum vierten Mal da, weil letztes Jahr war er parallel in Berlin auf einer anderen Konferenz, fand aber die Republika schon vormalig so gut, dass er dann hier rüberkam, um quasi als Besucher hier zu sein und die restlichen Stunden in Berlin zu verbringen. Gibt es so eine inhaltliche Überschrift, die ihr über das Ganze setzen könntet? Ja, wir haben ein Motto, das ist Finding Europe. Wir brauchen jedes Jahr ein Motto, allein schon, weil sonst wären wir danach gefragt, warum wir kein Motto haben. Und Finding Europe ist für uns so quasi das Motto in Zeiten, wo Europa eine Utopie ist, die immer weiter zurückgeht. Das Internet eigentlich mal eine Utopie war, die auch immer mehr Brüche hat. Wollen wir gucken, was hat das gemeinsam? Gibt es einen europäischen digitalen Kulturraum? Gibt es europäische Medienöffentlichkeiten? Was ist eigentlich die EU 2015? Wo alle netzpolitischen Rahmenbedingungen gemacht werden in Brüssel und keiner hat das so richtig auf dem Schirm. Und gleichzeitig, was ist eigentlich die Attraktivität von Europa, von den Menschen, die drumherum leben? Also Themen wie Asyl, wie Migration werden hier natürlich auch auf die Bühne gehoben. Und das zeigt, die Republika ist nicht mehr nur eine Internetkonferenz, sondern wir sind mittlerweile immer mehr eine Gesellschaftskonferenz geworden. Müsst ihr da aufpassen, dass das Profil verwässert? Aber bei 450 Stunden Programm können wir uns schon leisten, sagen wir mal 30 bis 50 Stunden Gesellschafts-, nicht digitale Talks reinzunehmen ins Programm. Wir haben zu jeder Stunde halt 17 verschiedene Möglichkeiten, aus der sich die Besucherinnen und Besucher etwas aussuchen können. Was kosten Tickets? Tickets gibt es nur noch heute hier vor Ort für 260 Euro oder die Hälfte für sozial Benachteiligte. Die waren viel günstiger im Vorverkauf, aber der ist halt jetzt vorbei. Wenn man nicht kommen möchte oder das nicht zahlen möchte, welche Bühnen werden im Livestream übertragen? Also Bühne 1 wird die ganze Zeit im Livestream übertragen, sollte auf republika.de irgendwo zu finden sein. Ansonsten werden wir wohl die Bühnen 1 bis 6 aufzeichnen und zeitnah auf Video online stellen. Und alle Bühnen sollen aber, soweit ich das mitbekommen habe, auch als Audioaufnahme online gestellt werden. Da fehlen halt nur die Slides und die Vortragenden aussehen. Okay. Du musst zur Eröffnung. Ja, gleich. Ganz herzlichen Dank. Bin gespannt. Gutes Programm. Mhm. Und wir sehen uns sicherlich wie die Tage hier an der Stelle nochmal. Ja, viel Erfolg. Ja, vielen Dank. Das war Markus Becketal mit einem kleinen Ausblick auf den Tag 1 der Republika. Mein Name ist Philipp Banse. Hier folgen weitere Interviews. Bis dann. Tschüss.